Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aussteiger-Video am Donnerstag. Wer uns noch nicht kennt, ich bin der Marc und ich bin mit meiner Familie, also Melissa und unseren beiden Kids, Jules und Levin, ausgewandert in diesem Jahr nach Zypern. Wir haben unseren Job gekündigt, sind aus dem Hamsterrad ausgebrochen und in diesem Kanal geht es darum, wie auch du aus dem Hamsterrad ausbrechen kannst. Du kannst unsere Geschichte so ein bisschen, ich sag mal, verfolgen und wir möchten dir natürlich auch jede Menge Tipps mit auf den Weg geben, ganz praktisch, um vielleicht das Hamsterrad schon bald verlassen zu können. Und damit herzlich willkommen. Ja, wie schon beim letzten Donnerstag-Video angekündigt, wollen wir ja in diesen Donnerstag-Videos immer so ein bisschen die Fragen beantworten, die ihr so stellt. Und da sind wirklich jede Menge wirklich gute Fragen gekommen. Und an die machen wir uns jetzt dran. Heute sind wir übrigens mal nicht draußen unterwegs, denn es hat gestern gestürmt wie wild. Ja, also das war so ein bisschen, was würde Asterix und Obelix sagen? Uns fällt der Himmel auf den Kopf. Ja, so war die Stimmung gestern und auch heute hat es noch ordentlich geregnet, dass wir jetzt mal nicht am Strand unten lang gehen. Ich versuche ja immer noch die Regenjacke zu meiden. Ja, erste Frage, die ich jetzt hier gerade sehe, ist von Alicia Nagel gewesen. Welches Kameraequipment wir benutzen, weil die Qualität ganz gut ist auch. Ja, ich könnte euch jetzt ein ewig lang was darüber erzählen, über Kameraequipment. Moment, ich halte es nur mal so rein. Also wir haben Gimbal, wir haben GoPro, wir haben Osmo, was heißt die, Pocket 2 und so weiter. Aber benutzen tue ich davon recht wenig mittlerweile. Also ich habe auch, wie sicherlich einige von euch, einige YouTube-Videos gesehen über Rezessionen, Bewertungen und so weiter. Das Problem ist so ein bisschen, finde ich, dass halt viele Bewertungen gekauft sind und natürlich auch die Leute mit Affiliate Links halt ihr Geld verdienen wollen. Und ist natürlich auch ein bisschen individuell, was einem gefällt. Und ich finde, die meisten Geräte haben eine ziemlich schlechte Qualität, ne? Also ich bin nämlich ganz überzeugt von den meisten Geräten. Ich bin auch kein riesen GoPro-Fan. Die haben viel getan, die haben viel aufgeholt. Die Qualität ist besser geworden, aber bei weitem nicht da, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist die super Vlog-Kamera. Eine GoPro, sobald es ein bisschen dunkler wird, ist die Qualität gleich miserabel. Wir filmen aktuell, also jetzt mit diesem Gerät, mit einer Sony A7 III. Da ist jetzt auch ein Nachfolger rausgekommen, die A7 IV. Die ich mir gerne holen würde, die ist aber momentan noch zu teuer und ich glaube auch größtenteils vergriffen. Hat aber den Nachteil, es ist keine Vlog-Kamera, ja. Also die hältst du jetzt nicht im Arm vor dir angenehm und dann hat es auch nicht so einen Bildschirm, den man ausklappen kann, dass man sich selber sieht. Also kann man nur vermuten, wo man ist. Ich benutze aktuell ein iPhone 12 Pro Max oder sowas. Irgendwie so, 12 Pro. Auf jeden Fall. Davon nutze ich auch nur die eine Linse, nicht die Vorderseite. Die Linse, die vorne drin ist, die macht nämlich wirklich keine schönen Bilder. Hat den Nachteil natürlich, auch da sieht man sich wieder nicht so ganz. Aber die Qualität ist auf jeden Fall sehr gut. Und auch wenn es nicht in jedem Video immer perfekt gelingt, ist mein Anspruch doch an die Qualität sehr hoch. Das ist mir irgendwie wichtig. Diese ganze, ja, die ganze Filmerei, die macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Da geht mir das Herz auf und deswegen versuche ich da auch immer besser zu werden. Auch mit der Kamera wird größtenteils manuell gefilmt, also Automatikmodus kenne ich da quasi nicht mehr. Das geht oftmals schief, aber es wird immer besser mit der Zeit. Wenn ihr anfangen wollt zu filmen, zu vloggen, würde ich echt empfehlen, fangt an, nehmt euer Handy. Dann natürlich ein gutes, so wie das iPhone und legt einfach los. Das A und O ist vielleicht sogar am Anfang, dass man sich nicht um Manuellmodus einen Kopf machen muss, sondern dass man einfach anfängt und lernt, vor der Kamera zu reden, so wie ich das jetzt tue. Genau. Über Notion machen wir auch noch ein Video, das kommt noch separat. Auch da sind wir selber noch dabei, das so ein bisschen zu optimieren. Da kann man ja auch Profile teilen und so. Und vielleicht können wir euch da auch irgendwann was zur Verfügung stellen, dass ihr das gleich so für euch nutzen könnt oder einen Baustein habt, den ihr nutzen könnt. Aber wir haben sehr viel zu tun, deswegen dauert das mit Sicherheit noch ein bisschen. Ja, da kam auch die Frage von Melissas YouTube-Kanal, wo der zu finden ist.
Den verlinke ich euch jetzt auch in der Videobeschreibung. Dann findet ihr auch Melissas Kanal dazu. Es geht um Frauenthemen, würde ich sagen. Na, eigentlich auch um Männerthemen, aber Frauen gucken es leider fast ausschließlich. Es geht um das Schwangerwerden. Ja, genau. Dann gab es nochmal die Frage von Kurt, ob wir zu dem Thema Versicherung, Krankenversicherung und so ein Video machen können. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Versicherungstyp. Ne? Also ich bin mit Sicherheit nicht perfekt versichert. Wir sind auch eher weniger versichert. Das hat auch so alles so seine eigenen Gründe. Aber ich bin auch damit zufrieden, wie wir es haben. Ich kann euch mal so ein bisschen so die Infos von unserer Seite mitgeben und sucht euch bitte da selber raus, was am besten für euch passt. Grundsätzlich, was die Krankenversicherung angeht, gibt es ja auf Zypern quasi zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt eine private Krankenversicherung, gibt es natürlich hier, glaube ich, auch vor Ort, oder eine aus Deutschland von einem deutschen Anbieter, eine internationale Krankenversicherung und. Oder ihr steigt in das GESI-System ein. Die GESI ist ja quasi so die staatliche Versicherung, die sozusagen Minimalversicherung, so wie wir es in Deutschland von der gesetzlichen Krankenkasse her kennen, da zahlt ihr natürlich einen sehr geringen Betrag hier auf Zypern, bekommt, soweit ich weiß, auch eine ganz gute Unterstützung auf Zypern, die, so was ich höre, ist ganz gut. Hat für uns so ein bisschen den Nachteil, dass man aber in Deutschland nicht unbedingt voll versichert ist. Das heißt, wenn euch was passiert, klar, dann würdet ihr, glaube ich, auch einspringen und dort zahlen. Bin jetzt nicht hundertprozentig informiert, aber das, was ich so rausgelesen habe. Aber wenn ihr jetzt sagt, ja nee, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes oder so, ich möchte mich in Deutschland aber operieren lassen, dann wird es eher schwierig, diese Kosten dann einzureichen, weil das planbar ist quasi. So, wir sind bei der BDAE, heißt die. Das ist eine private Krankenkasse und die hat so einen Expat-Tarif. Und dieser Expat-Tarif, der gilt für 5 Jahre, weil die halt davon ausgehen, dass man wieder nach Deutschland kommt. Und ja, da wir nie wissen, was passiert und das der günstigste Tarif ist, haben wir uns das rausgesucht für uns. Ja, vielleicht gibt es auch noch was Günstigeres, weiß ich nicht. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn das jemand weiß. Wir zahlen jetzt knapp über 90 Euro pro Person pro Monat und sind damit aber schon sehr zufrieden. Ja, also wer weiß, wie viel wir in Deutschland zahlen prozentual, für den ist das schon ganz gut. Genau. Dann haben wir eine Haftpflichtversicherung. Ich denke mal, das ist so das, was auch wirklich unbedingt sein muss. Das sollte man immer haben. Und da sind wir jetzt bei den Helden versichert. Ne? Also könnt ihr mal schauen. Ich schreibe es auch mal unten in die, Videobeschreibung mit rein. Da gibt es auch einen Code, den könnt ihr nutzen, dann tut er mir was Gutes. Also falls ihr euch da versichert, dann zahle ich, glaube ich, ein bisschen weniger. Also wenn ihr was Gutes gönnen möchte, ein bisschen was für die Kaffeetasse, dann gebt ihr diesen Code vielleicht da ein. Die sind auch recht günstig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das kostet, aber es ist wirklich nicht sehr teuer und man kann seine ganze Familie damit reinpacken und es kostet nicht mehr. Auch die Drohne ist da mitversichert. Die haben auch so einen Expert-Tarif. Und da kommt jetzt, glaube ich, der wichtigste Hinweis an der Stelle. Versichert euch im Idealfall noch in Deutschland. Weil diese ganzen deutschen Versicherungen gehen ja davon aus, dass ihr nur für eine gewisse Zeit auswandert. Ja, ihr wisst ja selber nicht, wo ihr in 5 Jahren seid. Vielleicht geht er woanders hin, zurück oder bleibt da, was auch immer. Aber ich glaube, dieser 5-Jahres-Zeitraum ist das, wo das meistens läuft. Und da braucht ihr eine deutsche Postadresse für. Also zumindest am Anfang. Danach ist egal. Ne? Aber wenn ihr die Versicherung abschließt, braucht ihr noch eine deutsche Adresse. Das macht es einfacher, wenn ihr halt noch in Deutschland seid und euch dort anmeldet. Wenn ihr schon auf Zypern seid, dann könntet ihr theoretisch auch noch eine digitale Postadresse und Termin. Dann könntet ihr euch auch noch eine digitale Postadresse machen lassen. Die scannen dann für euch die Post quasi ein und schicken die euch dann per E-Mail und schreddern dann irgendwann diese Post. Ist auch noch eine Möglichkeit zur Not. Ja, auf jeden Fall, wir sind dort bei der Haftpflichtversicherung. Ja, dann kam noch eine Frage von auch einem sehr interessanten YouTube-Kanal, Kessel Trader. Wie wir in Sachen Heimweh klarkommen, Haus weg von der Familie und so. Ich meine,
Wir haben ja unsere Familie, also die Kids und die Frau, habe ich ja mitgenommen. Wir sind ja alle zusammen ausgewandert. Das macht es natürlich einfacher. Ja, ich möchte da ein bisschen weiter ausholen, weil ich finde, das Thema ist nicht so ganz unwichtig. Ich finde, man sollte sich vor dem Auswandern immer im Klaren sein, ob man das jetzt wirklich mit ganzem Herzen tut oder ob das ja so eine Zweckgeschichte ist, ne? Weil ich finde, wenn man das Ganze macht aus steuerlichen Gründen, dass man sagt, ja, hier, Steuern sind mir zu teuer oder aus politischen Gründen, ich würde es nicht machen, ganz ehrlich, ja. Also ich finde, nur wegen Steuern sollte man das nie tun. Da gibt es andere Möglichkeiten in Deutschland, eventuell ja, irgendwelche Konstrukte zu bilden oder sich einen wirklich guten Steuerberater zu suchen. Was politische Gründe angeht, ich glaube nicht, dass es ein Land gibt, wo wirklich alles perfekt ist. Und ich war jetzt nicht unzufrieden in Deutschland. Natürlich kann man da immer meckern, ja, aber Politik ist ja immer so ein Thema. Man wird nie allen gerecht werden, ja. Und das wirst du auch in keinem Land meiner Meinung nach finden. Deswegen, ich kenne auch nicht mal das politische System so hundertprozentig auf Zypern, wie das gerade aufgestellt ist. So, also grundsätzlich, man sollte das, finde ich, immer aus reinem Herzen tun. Das andere ist, wenn du sagst, ja, ich bin unglücklich oder so, ja, ich muss irgendwo was verändern, du nimmst das Unglück mit. Also wenn du nicht zufrieden bist in Deutschland, warum solltest du dann plötzlich auf Zypern glücklich sein? Deswegen auch bitte deswegen nicht irgendwo versuchen, da abzubrechen oder sowas. Ja, seht erstmal zu, dass ihr die Sachen geregelt bekommt. Aber Zypern bzw. das Auswandern kann dann am Ende wieder ein Pluspunkt sein, wenn es so ist, wenn du sagst, ja, eigentlich ist alles perfekt oder es ist ziemlich gut, aber ich würde gerne noch im Warmen leben, ja. So geht's uns, ja. Also wir wollten gerne am Meer leben, wir wollten viel Sonne haben und das ist so gefühlt, dass der letzte Punkt, der uns noch so richtig gefehlt hat. Und den haben wir jetzt quasi bekommen damit und damit sind wir sehr zufrieden. Ja, jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, aber ich wollte ja noch was sagen zum Thema Vermissen. Stell dir mal die Frage, wie viel echte Qualitätszeit verbringst du mit deiner Familie oder mit deinen Freunden? Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das am Älterwerden liegt oder ob sich da die Zeit verändert hat. Ich will jetzt auch nicht da rumjammern oder sowas, aber es ist ja ganz oft so, dass du dich irgendwo mit Freunden triffst und dann hängen die irgendwo ganz schnell am Handy, gucken, was läuft da bei Instagram, hören nicht mehr richtig zu. Geht mir auch so, ja. Also man ist da sehr schnell abgelenkt, wenn man sich sehr häufig sieht, dann finde ich, geht ja irgendwo so ein bisschen das Interesse mal verloren. Auch Gespräche kommen schneller ins Stocken und das hängt sich so ein bisschen auf. Und deswegen die Frage, wie viel Quality Time hast du wirklich mit deiner Familie, mit deinen Freunden? Wie viel verbringst du da mit denen? Ne? Und sieh es mal vielleicht von der Seite. Wenn du ausgewandert bist und du hast echte Freunde, dann verlierst du dich nicht. Ne? Also ich habe Freunde, mit denen habe ich sehr wenig Kontakt. Aber ich weiß, ich könnte die nach Jahren noch anrufen und wir hätten wirklich tolle Gespräche. Und zwar tollere Gespräche, als wenn wir uns jeden Tag sehen würden. Ja? Vielleicht ist es ja gut, wenn man sich nur noch 2-3 Mal im Jahr besucht oder 4 Mal. Oder wenn man dann nach Deutschland kommt oder die zu einem kommen. Wenn man nicht Fernsehen guckt oder auf Social Media rumschaut, sondern wirklich Qualitätszeit miteinander verbringt, wenn man tiefgründige Gespräche führt, wenn man zusammen essen geht und die Zeit genießt. Also vielleicht auch mal von der Seite aus sehen, das ist zumindest mal was, was uns sehr gut tut. Ja, selbst wenn wir telefonieren, ich meine, man hat ja mittlerweile Videocall, das ist ja auch eine ganz tolle Sache, da ist man dann auch voll dabei. Ne? Also dann macht man nicht noch irgendwo was anderes. Deswegen, für uns ist das eine super Sache. Und Melissa und ich, muss man auch dazu sagen, sind schon sehr häufig umgezogen. Wir sind viel rumgekommen, schon in Deutschland. Von daher sind wir es auch so ein bisschen gewöhnt. Genau. Ja, Bankkonto ist auch noch eine interessante Frage. Bankkonto privat war gar kein Problem. Wir sind nicht gewechselt, wir sind bei der ING DiBa geblieben und haben einfach unsere Adresse gewechselt. Kann allerdings aus Erfahrung sagen, dass wenn ihr da dann einen Kredit mal brauchen solltet,
wird das schwieriger, da dran zu kommen, beziehungsweise wir konnten es nicht machen. Also wir wollen eigentlich, wir haben keinen Kredit nötig, wir haben genug Geld auf der Seite, allerdings als wir als wir das Auto gekauft haben, brauchten wir sehr schnell sehr viel Geld und ich wollte nicht irgendwelche ETFs und Aktien großartig umbuchen. Im Hintergrund ist ganz viel passiert und da wäre einfach die günstigste Möglichkeit gewesen, für 2 Tage ungefähr einen Kredit zu beantragen oder einen Kredit zu haben und den kurz auszunutzen und dann direkt wieder einzustampfen. Und das machen die nicht, wenn du im Ausland deinen Wohnsitz hast. Da stellen die sich quer, ja. Deswegen, also falls ihr irgendwie, im Idealfall braucht ihr keine Kredite, ja. Brauchen wir in der Regel auch nicht. Deswegen sollte man immer flüssig sein und darum soll es ja hier in dem Kanal auch demnächst gehen. Da bin ich noch gerade in der Vorbereitung, in der Mache, ein bisschen Material zu liefern. Geschäftlich ist das nochmal was anderes. Auch da eine riesen Herausforderung mit den Banken, denn die eine oder andere Bank möchte irgendwie mit Zypern gar nicht so ganz gerne kooperieren. Es gibt ja zum Beispiel Wise als Geschäftskonto, was ja sehr beliebt ist auch. Und wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwar Zypern eingeben als Location und das auch alles abklicken und dann kommt da, dass sie momentan keine Kunden, ich weiß gar nicht, ob keine Kunden aufnehmen oder sowas, da steht auf jeden Fall, dass sie sich melden, wenn es wieder möglich ist, dort ein Konto für Zypern zu eröffnen und seitdem haben wir auch nichts mehr von denen gehört. Dann sind wir viele Banken durchgegangen, waren wir einmal, ich glaube bei Paysera heißen die, ein riesen Prozess, 1000 Fragen haben die gestellt und am Ende hat es ja doch nicht irgendwie so richtig funktioniert, ich weiß gar nicht mehr, was da genau war. Die wollten die Homepage wissen und das Impressum sollte schon da drauf sein. Dann haben wir gesagt, ja, das Impressum können wir auch noch nicht machen, weil wir die Bank ja noch nicht umgestellt haben und so weiter. Also sehr schwierig auf jeden Fall. Und so sind wir am Ende bei 2 Banken hängen geblieben und wir haben auch gesagt, wir wollen immer eine für die Sicherheit haben und das ist einmal OutPay. Und einmal Juni heißt die andere. Ne? Und wir sind sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also OutPay und Juni sind sehr, sehr modern. OutPay sind die Gebühren etwas hoch. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und bei Juni ist ja noch so eine Beta-Variante. Das ist ein, ich glaube, recht frisches Startup. Da lief das alles bisher sehr reibungslos und ich kann nur Positives berichten. Also schaut euch mal gerne Juni an als Bank, hat auch einen riesen Vorteil. Die haben eine deutsche IBAN, also falls ihr irgendwo Kunden in Deutschland habt, die so ein bisschen sensibel sind, weil manche denken ja gleich, ihr macht da irgendwas Kriminelles, wenn ihr auf Zypern seid oder wenn sie ihr Geld nach Zypern überweisen, da habt ihr auf jeden Fall eine deutsche IBAN, weil die mit einer deutschen Bank zusammenarbeiten und daher deutsche IBANs bekommen. Also Riesensache. Und sind wir auch sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Ja, ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Kommentar von euch, für jede neue Frage, die ich dann in der nächsten Woche wieder beantworten darf und euch Infos darüber geben darf. Ich hoffe, ihr verpasst kein Video mehr und abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Macht's gut. Ciao.